Sie wissen ganz genau, wie Sie sich geben müssen, um zum gewünschten Erfolg zu gelangen. Das steht in meinem Horoskop für heute. Ich glaube da allerdings gar nicht dran und will aber wissen, was halten denn die Frankfurter vom Horoskop und glauben Sie daran? Ich will Ihnen eigentlich nur Ihr Horoskop vorlesen. Darf ich mal raten? Ich würde sagen, Sie sind Steinbock. Ja. Du bist Skorpion. Ja. Bist du zufällig Sternzeichen Krebs? Ja. Wirklich? Ich habe heute schon so oft richtig geraten. Ich bin ganz stolz. Ich lese Ihnen mein Horoskop von gestern vor und Sie dürfen mir sagen, ob das stimmt oder nicht. Okay. Also, Ihr Tag heute steht in harmonischem Einklang mit Ihrem Privatleben und der Arbeitswelt. Trifft das auf gestern zu? Ja. Dieser Tag bringt Ihnen nicht nur die Möglichkeit, Freundschaften mit neuen Leuten zu schließen, sondern ist auch günstig, um Ihrer Liebe wieder einen frischen Wind zu verpassen. Trifft das auf gestern zu? Nee, weil wir sonst in fast 2 Jahren zusammen sind. Nee, aber auch nach 2 Jahren kann ja noch mal ein bisschen frischer Wind in die Beziehung kommen. Nee, nicht wirklich. Nutzen Sie die günstige Gelegenheit, einer neuen Bekanntschaft Ihre Gefühle zu offenbaren. Was ist denn gestern passiert? Ich habe meinen Bruder seit sehr langer Zeit wiedergesehen. Sei, dass ich ihn liebe. Da steht, Sie sind heute sehr egoistisch. Was war gestern los? Also eigentlich gar nichts. Ich war nicht egoistisch. Wirklich nicht. Ich lese nie Horoskop. Nee, nee, um Gottes Willen. Wenn es im Wartezimmer liegt, greife ich zu. Und mein Vater hat mir versucht, letztens am Esstisch zu erklären, dass es alles wissenschaftlich erklärbar ist. Ich lese mir das gerne durch, ich finde es interessant und zu gucken, ob es wirklich funktioniert hat oder nicht. Aber meistens finde ich das einfach nicht zu, weil es ja auch so viele Menschen einfach mit dem gleichen Horoskop gibt. Aber es ist schon komisch, wenn dann so Zufälle entstehen. Sie hatten eine turbulente Zeit, aber jetzt ist es halt zur Entspannung. Dann war es kreativ und es hat zugetroffen, ja. Fast alle lesen es, aber kaum einer glaubt an sein Horoskop. Und was ich heute auch gelernt habe, ist, ich kann ziemlich gut Sternzeichen raten. Und deswegen ist ja vielleicht doch noch eine Karriere als Wahrsagerin für mich drin.